Schönen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit zu sprechen. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch, das ich mit Frauen aus dem Handwerk hier hatte, die mir alle ihre betrieblichen Wirklichkeiten geschildert haben und die ganzen Herausforderungen, vor denen sie stehen. Vor allem aber hat mich sehr begeistert, mit wie viel Enthusiasmus und Engagement da jeden Tag gearbeitet wird und auch für andere sich eingesetzt wird. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir all das schaffen wollen, was wir uns für unser Land vorgenommen haben, dann wird das nur gelingen mit einem starken Handwerk, mit vielen Frauen und Männern, die sich für die Handwerksberufe entscheiden und dafür sorgen, dass unsere Vorhaben auch alle gelingen, weil irgendjemand das tut, was wir für unseren Alltag oder aber auch für die großen Vorhaben des Umbaus unserer Volkswirtschaft benötigen. Und deshalb ist ganz klar, eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist genau die, über die wir hier intensiv gesprochen haben. Wie können wir dafür sorgen, dass genügend junge Leute sich für den Beruf entscheiden, dass wir genügend Fachkräfte haben. Und da ist auch offensichtlich, dass das besser wird, wenn es uns gelingt, mehr Frauen für Handwerksberufe zu begeistern. Auch diejenigen, wo man klassischerweise immer denkt, da sind überwiegend Männer tätig. Ich bin ganz begeistert, mit einer der drei Handwerkskammerpräsidentinnen hier mit dann diskutieren zu können. Das ist ja ein Zeichen für Veränderung, die in Deutschland stattfindet. Aber es wäre gut, wenn viele, viele Frauen sich so entscheiden würden. Wie übrigens insgesamt junge Frauen und Männer den Weg wählen. Wir sind alle einig. Berufsorientierung ist wichtig in der Schule und muss man manchmal sagen, auch noch an den Universitäten. Denn manche, die sich für ein Studium entschieden haben, merken ganz schnell, das ist nicht so das Richtige. Und dann wäre es doch gut, wenn sie gut beraten, sich für handwerkliche Karrieren entscheiden würden, die ein gutes Leben ermöglichen, wo man seine Talente, seine Fähigkeiten und seine Interessen auch einbringen kann. Und umgekehrt gilt das auch mit eine handwerkliche Ausbildung soll man, kann man in Deutschland ja auch studieren, kann sich weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Basis für das, was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben. Deshalb will ich sagen, wir brauchen ein starkes Handwerk in Deutschland. Wir brauchen ein starkes Handwerk, in dem viele Frauen dabei sind, viel mehr als das heute der Fall ist. Und wir müssen sicherstellen, dass wir natürlich auch andernorts gucken, wo wir Fachkräfte finden können, wenn das hierzulande nicht reicht. Aber deshalb will ich auch gerne die heutige Gelegenheit nutzen, nochmal für die Berufsausbildung zu werben, die hier von den Betrieben, mit denen ich gesprochen habe, und den Frauen so vorangetrieben wird. Es ist unverändert aus meiner Sicht die wichtigste Ausbildung in Deutschland. Einig sind wir auch darüber, dass es uns gelingen muss, Bürokratie abzubauen. Das hat die Regierung sich auch vorgenommen, hört man von vielen Regierungen. Insofern will ich sagen, das werden wir auch in großer Intensität vorantreiben. Und es geht darum, dass wir ein bisschen auch mit Trends brechen, die sich über viele Jahre und Jahrzehnte entwickelt haben. Es ist ja noch kein Fortschritt, wenn man das, was man auf langen Papierformularen eingetragen hat, plötzlich digital dokumentiert wird. Digitalisierung muss uns ja ermöglichen, dass viele Schritte wegfallen, dass es schneller und einfacher geht und dass man weniger Zeit damit verbringt, letztendlich bürokratische Arbeit zu erreichen. Und dass es schneller geht. Das gilt für Genehmigung, das gilt aber auch für Planung. Und da hoffe ich sehr, dass wir auch dort mit einer Neubetrachtung von Abläufen, aber auch mit moderner Technik, künstlicher Intelligenz, viele Entscheidungsprozesse so beschleunigen können, dass man die Deutschlandgeschwindigkeit, die wir bei den LNG-Terminals gezeigt haben, jetzt auch überall sonst sehen wird. Wir haben uns das vorgenommen und werden in diesem Jahr noch viele, viele Gesetze auf den Weg bringen, in denen es genau darum geht, wie können wir die Traditionen, die zu viele Zeit kosten, so ändern, dass wir schneller und zügiger zu Potte kommen und in diesem Fall ja zur handwerklichen Arbeit. Die Energiewende, die ja was mit Bauen zu tun hat, davon verstehen Sie ganz konkret sehr viel, die wird nicht gelingen, wenn niemand auf die Dächer steigt, wenn niemand die neuen Anlagen verbaut und wenn die Gebäude nicht so errichtet werden, dass sie den künftigen Anforderungen entsprechen. Das muss man können. Und um dieses Können und die Ehre, die der Beruf ausübt, geht es auch. Ich glaube auch, dass wir, das will ich hier sehr klar sagen, noch Chancen haben werden, wenn wir bestimmte Einsichten, die wir in diesem Fall sogar seit sehr langer Zeit in Deutschland gehabt haben, auch für die Zukunft fruchtbar machen. Dass nämlich Beruflichkeit oft auch ein Kriterium ist für die Fachlichkeit der Ausführung und dass vielleicht nicht alles nochmal überprüft werden muss, wenn eine Meisterin es macht und noch 15 weitere Gutachter dazu erforderlich sind. Und das will ich gern versichern, dass wir das tun wollen. Dass, wenn man
die Welt betrachtet und die Herausforderungen, vor denen wir stehen bei der Arbeit und bei der Bewältigung unserer wirtschaftlichen Zukunft, alles miteinander zusammenhängt, haben wir in dem Gespräch ja auch sehr klar gesehen. Wenn wir eine gute Kinderbetreuung haben, wenn es genügend Angebote gibt, dann wird es auch gelingen, mehr berufliches Engagement möglich zu machen für junge Eltern. Und das ist eine Aufgabe, vor der wir in ganz Deutschland stehen und für die ich mich sehr einsetze und die mir auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist ja auch gut zu wissen, dass darüber jetzt mittlerweile ein großer Konsens in Deutschland existiert. Wir müssen aus diesem Konsens jetzt aber gelebte Wirklichkeit und Realität machen. Ich will mich jedenfalls sehr dafür einsetzen. Insofern nochmal zusammenfassend, danke für den Besuch. Ich konnte auch schon riechen an dem Brot, das ich eben gekriegt habe, dass Handwerk großartige Leistungen zustande bringen kann. Und ich werde das dann nachher auch nochmal nicht nur mit der Nase testen. Dankeschön. Danke. Ein, zwei Fragen könnten wir noch beantworten. Bitte. Ja, nur eine kurze Frage. Es geht ja auch um Equal Pay und Gleichberechtigung. Das ist ja ein Thema, was eigentlich jahrzehntelang schon zurückgeht. Für mich einfach die Frage, warum geht das so zäh voran? Und was sind eigentlich die größten Hindernisse? Und vielleicht Ladies first und dann, vielleicht können Sie auch mal sagen, wo sehen Sie denn das größte Problem, was wir womöglich sehr einfach aus dem Weg räumen könnte, und dann bitte auch die Antwort vom Kanzleramt auch geschafft. Ich finde das ja sehr interessant. Sie sind ja hier in Cottbus und in Cottbus ist es genau umgekehrt. Also das heißt, Sie sind hier in einer Stadt, wo die Frau statistisch mehr verdient wie der Mann. Und ja, und ich bin ja hier zu Hause. Ich weiß, meine Mitarbeiter, da wird kein Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau. Mann und Frau verdienen das Gleiche, weil die werden nach ihrem Posten, diesen Job, den sie machen, bezahlt. Und ich bin, glaube ich, die falsche Ansprechpartnerin, weil ich habe diese Erfahrung nicht. Ja, Sie sehen ja, wie es in Deutschland sonst ist. Das ist richtig, aber Sie sind ja im Süden von Brandenburg. Ich denke, das sind einfach, da sind vielleicht noch falsche Bilder im Kopf. Ich denke, das hat auch etwas mit Ost und West zu tun. Leider Gottes ist das einfach so. Bei uns in der Beziehung kamen wir halt im Osten in größerem Vorsprung. Bei uns war das, ich bin so groß geworden, bei uns haben die Frauen schon immer gearbeitet und das hat sich halt einfach im Westen erst später entwickelt und da ist einfach noch das Denken in den Köpfen von vielen männlichen Entscheidungsträgern, die dafür verantwortlich sind, nicht so weit. Und ich kann das nur wiederholen und ich finde das ja so interessant, dass das hier bei uns im Cottbus genau andersrum ist, wo vielleicht der Mann dafür kämpfen muss, um seine Gleichberechtigung bzw. um das Gleiche zu verdienen wie die weibliche Kollegin. Ja, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit gilt in jede Richtung. Das ist so. Aber es ist auf alle Fälle so, dass wir da noch eine große Lücke haben. Die wird ja auch gerade dokumentiert. Und heute ist das ja auch nochmal für den jetzigen Tag gesagt. Je nachdem, wie man statistisch rechnet, ist es ein großer Unterschied, was Frauen und Männer in Deutschland insgesamt verdienen. Und darauf, das können wir nicht akzeptieren. Das muss sich ändern. Ich sehe, dass es viele Dinge gibt, die man dazu tun kann. Einige haben wir schon gemacht. Wir haben ja auch Gesetze geschaffen, die letztendlich erstmal sicherstellen, dass es nicht erlaubt. Ich habe an manchen davon mitgeschrieben, mit anderen Ämtern und Verantwortung und sehe auch, dass sie sich auswirken. Es hilft Transparenz, die wir herstellen können über wer kriegt was, um das sicherzustellen, dass man auch was tun kann dagegen, dass man unfair bezahlt wird für die gleiche Arbeit. Und nicht letztendlich daran scheitert, dass man das nicht beweisen kann, obwohl es alle wissen. Und dann geht es natürlich darum, dass wir die Bedingungen verbessern. Viele Berufe, die überwiegend von Frauen ergriffen werden, werden eben auch schlechter bezahlt. Das ist aber nicht Gott gegeben und auch nicht selbstverständlich. Das muss sich ändern und indem sich das änderte, würde sich auch vieles ändern, was die Bezahlung von Frauen und Männern beträfe. Ich habe gesehen, dass es eine große Veränderung gegeben hat
durch die Schaffung des Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro, weil das ganz besonders in dem Bereich, wo wenig verdient worden ist und deshalb überwiegend für Frauen zu Lohnverbesserungen gekommen ist, übrigens auch im Osten Deutschlands in ganz großem Umfang zu Lohnverbesserungen gekommen ist, ohne dass das die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe beeinträchtigt, weil der Wettbewerbsbetrieb muss es ja auch machen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass wir da auch weiter dranbleiben müssen und dann kommt es ja auch zu dem Thema, über das wir hier auch gesprochen haben. Die Rahmenbedingungen für junge Familien müssen besser sein durch mehr Ganztagsangebote, sodass der Wunsch, den viele Familien haben, Beruf und Familie zu vereinbaren, auch realisiert werden kann. Und das kommt unmittelbar dann auch der Gehaltsentwicklung zugute. Noch eine Frage. In einem Wirtschaftsjournal würde ich gerne mal wissen wollen, Sie haben ja vornehmlich Ihre Standpunkte zum Thema Handwerk geäußert. Darf man Ihre Standpunkte erweitern auf den gesamten Mittelstand? Klar geht es um den Mittelstand in Deutschland. Das ist ja etwas, um den Mittelstand in Deutschland beneidet uns die ganze Welt. Das merkt man, wenn man so lange rumkommt als Politiker, wie ich das schon tue, überall im Ausland sagen die Leute, ihr mit eurem Mittelstand, das hätten wir auch gerne. Und das ist auch gar nicht so dahingesprochen. Das gilt für die kleinen Betriebe mit 10, 20, 5, 50 Mitarbeitern. Es gibt aber auch Betriebe, die haben immerhin schon 1.000 oder 2.000, spielen aber auf dem ganzen Weltmarkt eine Rolle. Und sowas gibt es in der Häufung, wie das in Deutschland vorkommt, praktisch kein zweites Mal. Insofern ist das schon eine besondere Tradition aus Deutschland, die allerdings, glaube ich, auch sehr von unserer langen handwerklichen Tradition mitgeprägt und geschaffen worden ist, woraus sich manches Unternehmen dieser Art auch entwickelt hat. Und für mich ist das und bleibt das deshalb eine ganz zentrale Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir diesen Schatz, den wir haben mit unserem Mittelstand, hegen und pflegen.